Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperialer Agent. Beziehungsweise Scharfschütze. Jo. Endlich geht's weiter mit dem Scharfschützen. Wir wollen jetzt endlich mal wieder ein bisschen weiterspielen, denn das neue Kapitel ist draußen und ich hab's sogar bekommen. Deswegen, ja. Können wir gleich spielen. Aber erstmal werden Kisten geöffnet. Ich bin jetzt wieder free to play, wie ihr hier seht, an den Credits. Okay, was haben wir denn hier so? Armschienen des letzten furchtbaren Schmugglers. So gut, die sieht man sowieso, meine ich. Oh Gott, ich hab so viel Müll, ey. Und ich freue mich mega. Ja, free to play. Müsst ihr ja einfach auch noch von damals kennen. Credit Maximum überschritten, fick dich. Kopfschuss des letzten furchtbaren Agenten. Ich muss irgendwas kaufen. Ach du Scheiße. Was ist da für Kopfschutz? Sieht aus wie eine Maske, irgendwie sowas, ey. Sieht extrem scheiße aus. Sieht aus, als ob die hier gerade ihr Helm verkehrt drauf wird. Sieht total scheiße aus, Alter. Was ist das? Wer nutzt sowas bitte? Hier kriegst du kriegt auch ein bisschen Technologie. Ich habe noch so ein schrecklicher Allianzpaket, welches sogar schon gebunden ist, aber ich werde es erstmal wegpacken. Ist ja auch noch eins? Hier ist auch noch eins. Aber das ist auch ungebunden. Ach, ich glaube, das habe ich mal offscreen geöffnet oder so. So, was mache ich jetzt mit dem ganzen mit der Kohle? Ah, oh, verdammt. Was mache ich jetzt mit der Kohle, ey? Gibt es irgendwelche Freischaltungen mal zu kaufen? Wenn ja, dann würde ich mir jetzt gerne noch welche holen. Natürlich gibt es aber keine. Shit. Emotes. Hat das irgendwas Bescheuertes geben? Die Emotes hat sich sowieso nicht Vermächtnis. Wer kauft sich bitte sowas? Das ist dumm. Also wenn ihr sowas reinstellt, der muss doch schon wissen, dass man das nie verkauft. Alter, sogar die Banner hier sind mittlerweile schon ein teurer. Schönheitskammer. Die habe ich doch sogar schon mit irgendeinem Charakter. Verdammt, was kaufe ich denn jetzt? Ich will irgendwas kaufen. Irgendwas kaufen. Ach, dann scheiß drauf, wir starten jetzt. 2 Minuten schon mal wieder weg. Die Zeit ist gekommen, um zurückzuschlagen. Nach der Enthüllung von Geheimnissen, die Gemini Prime verborgen waren, hat die Allianz nun den Schlüssel, um die ewige Flotte und ihre Droiden-Captains zu kontrollieren. Um Arkan die Flotte zu enttreiben, muss Commander Rediger LP eines der Schiffe entern und übernehmen. Die Allianz setzt alles aufs Spiel, um einen Überraschungsangriff zu starten, der die Machtverhältnisse für immer verändern wird. Von der Gravestone aus bereiten Rediger LP einen Angriff auf das einzelne Schiff der ewigen Flotte vor, das ins Leere zwischen den Welten düftet. Dürfen wir mitnehmen, Toria? Ach du Scheiße! Okay. Ich erinnere jetzt hier gar nichts. Da würde ich mal sagen, geht's los. Wuhu! Jetzt kommen wir direkt mal wieder auf ein anderes Schiff hier drauf. Ich glaube, das ist die Gravestone mal wieder. Ich dachte, jetzt geht's hier wieder in der Basis weiter. Aber nee. Ich freue mich schon mal, dass ich das Kapitel auch bekommen habe. Hoffentlich bekomme ich das letzte auch noch. Ach Gott, ey. Kann ich jetzt mit ein bisschen Credits aufs teuren Konto holen, ist auch nicht verkehrt. Ich habe ja noch ein paar Transfere. Die Dinger kriegst du echt nicht mehr. Ja, weil das kein Mensch mehr haben will. Alle haben ein Abo. Ich bin free to play wieder. Ja gut, stören tut es mich ehrlich gesagt nicht. Moment, ich wollte die Ladebildschirme mal überspringen, ja, ist auch schon egal. Jetzt ist auch schon egal. Obwohl, ich mach's. So, dann legen wir mal los. Gravestone. Ja. Ich werde jetzt erstmal das hier weiter spielen und warten, bis ich das andere Let's Play weitermache, das von die Star Wars das Erwachen der Macht, weil das Spiel hier, das läuft ja noch, das andere Spiel läuft ja nicht mehr, weil mir das zu gefährlich ist mit dem PC. Oh, wir sind im Überraum. Ja. Aber bei dem Spiel gab es immer noch Kapitel. Zuerst einmal werde ich hier in der Unterzahl und waffenmäßig klar unterlegen sein. Gib mir die Täuschung. Jede einzelne Sprungtruppe an Bord wird zur Durchbruchstelle eilen. Das ist die Standardprozedur, wenn ein Schiff der ewigen Flotte geentert wird. Ich mache mir keine Sorgen. Jede einzelne Sprungtruppe? Dann täuschen wir sie. Können wir sie nicht irgendwie austricksen? Die Befehle der Sprungtruppen kommen vom Captain des Schiffs.
Die Einheit ist mit jedem einzelnen System verbunden. Es würde auffallen. Scorpio hat eine Methode entwickelt, wie die Gravestone die äußere Verteidigung stören kann. Sie wird mit falschen Signalen überladen, damit wir nah herankommen. Dann liegt es an uns, durchzubrechen und die Kontrolle über die Brücke zu übernehmen. Der Gemini-Captain muss ausgeschaltet und durch die Prime-Einheit ersetzt werden. Wird sie meine Befehle akzeptieren? Die Gemini-Reihe kann nicht eigenständig handeln. Ihre Programmierung ist nicht darauf ausgelegt. Gemini Prime, wem dienst du? Ich diene der Allianz, Kommandantin. Ist Gemini Prime kampfbereit? Stimmt, genau. Ich vertraue dir trotzdem nicht. So sollte es auch sein. Was, Scorpio, ist dagegen? Ich wusste nur, dass ihr das sagen würdet. Wir können nicht riskieren, dass die Prime-Einheit Schaden nimmt. Lass sie hier, bis wir das Schiff gesichert haben. Ich werde sie begleiten. Niemand kann die Aktionen unseres Feindes besser vorherberechnen. Das höre ich gerne. Wer ist noch dabei? Ich traue dir nicht, Scorpio. Wir brauchen alle Feuerkraft, die wir kriegen können. Ich komme auch mit. Ich hätte nichts dagegen, ein bisschen Dampf abzulassen. Es wird Zeit, dass wir den Hyperraum verlassen. Die Positionsdaten der Gemini-Frequenz zeigen keine anderen Schiffe im Gebiet. Seht ihr? Es wird schon klappen. Auch wenn unsere Chancen auf Erfolg hoffnungslos sind. Wie geht es im Hangar der Gravestone? Okay. Oh, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt? Stuck. Es klappt. Ich war noch nicht geladen. Okay. Alter, geil. Ich muss wieder mich daran gewöhnen, mit Maus zu spielen. Ach so, hier waren wir ja schon mal damals. Oh, habe ich schon wieder total vergessen. Genau, die Gravestone. Die kennen wir doch noch. Die Tür auf, ja. Ihr seht, ich habe wieder scheiß Internetverbindung und ein nerviges PC-Rauschen, was hoffentlich nicht gleich zum Absturz führt. Ist aber völlig normal. Technik-Deck. Oh. Leckt euch nicht so rum. Die Fähre ist startklar. Es kann losgehen. Okay. Dann geht's los. Jetzt geht's ab. Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze... Hey! Was geht ab? Das ist auch geil. Egal, jetzt haben wir jetzt gerade zwei Gefährten. Senja und Lana. Das hat man damals schon mal. Wie der Stuhl gerade geladen wurde. Habt ihr es gesehen? Der plötzlich vom total verpixelt schön wurde. Ich finde aber persönlich, das sieht auch wieder sehr schön aus. Alles. Also schöne Detailarbeit. Gefällt mir auf jeden Fall. Das war zu knapp für meinen Geschmack, Scorpio. Ich vollbringe eine Leistung, die niemand von Ihnen auch nur im Traum vollbringen könnte. Nicht einmal Sie mit Ihren amüsanten Schädelimplantatspielereien. Koth, habt ihr die Kommunikation des Schiffs gestört? Koth! Koth? Ja, das wisst ihr genau, Senja. Nein! Und abgeschossen. Oh Gott. Fast beim Hangar. Das ist übrigens auch wieder komplett blind, dass ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Nur, was ihr wisst. Von daher werde ich die Fragen auftauchen. Ist das blind? Für den Fall der Überfälle? Ist das etwa eure Vorstellung von Humor? Seid nicht so verkrampft, Heron. Ich verstehe das nicht. Wo sind die ganzen Sprungtruppen? Selbst eine minderwertige Version von mir wäre hochintelligent. Sie wüsste garantiert, wie man improvisiert. Wir können hier nicht rumsitzen. Irgendwelche Vorschläge? Schluss mit der Palacherei.
Du bist die Gemini-Expertin. Was machen wir jetzt? Ich würde vorschlagen, wir gehen raus und sehen, was geschieht. Was für ein sensationeller Plan. Ja, ich finde ihn auch ganz gut. Wow, schon wieder fast eine Folge um. Wir haben nicht mal einen Kampf gehabt bisher. Ich dachte, das wäre nicht schwer. Ich habe dass dies die kürzeste Route zur Brücke ist. Ja, hoffentlich stimmt deine Berechnung. Ach da. Okay. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Aber wir haben wohl keine Wahl. Mir auch nicht. So. Jetzt vorbei? Ja. Ah, Gravestone, auch wenn es glaube ich nicht mehr die Gravestone ist, aber egal. Die Gravestone. Moment, kann man da rein? Mit Grafikbugs. Okay. Dann sieht man schon mal, wie das Schiff mal von innen aussieht. Hohl nämlich, weil das hier einfach bloß eine Attrappe ist. Ist ja auch klar. Ich denke mal, keiner hat gedacht, dass man wirklich jetzt das Schiff von innen sieht. Moment, was ist das hier? Kann man da runterfallen? Ich hoffe mal nicht. Ach du Scheiße. Ist ein Labyrinth oder was? Bisher gefällt mir das Kapitel aber. Abwechslungsreich. Kacke. Wo muss ich lang? Ich bin hier falsch. Ich muss so lang gehen, ja. Ist ja nicht jetzt so hier. Ach so. Ist ja gerade so, als ob der PC jetzt abgestürzt wäre. Weil der PC einfach so schwarz war. Ich war einfach nur falsch gegangen, ey. Dumm, ey. Okay, nach der Videosequenz noch die Folge vorbei. Extrem langweilig, aber egal. Sie haben durch Ihr Kommen einen katastrophalen Fehler begangen, Fremdling. Ich muss meine Befehle ausführen. Ich auch. Was ist da los? Welche Befehle? Du, metallisches Wesen. Was bist du? Skorpion. Du bist deine Nachahmung. Ich bin das Original. Nenn mich Scorpio. Du wirkst unterqualifiziert und glanzlos. Ich bin offensichtlich das überlegene Modell. Gib auf, dann geschieht dir nichts. Finden wir es heraus. Vergiss sie, ich bin die Bedrohung. Wenn du dich jetzt ergibst, verspreche ich, dass wir dich nicht abschalten. Sie kann nicht aufgeben. Dazu ist sie nicht programmiert. Gemini-Einheiten können nur das tun, was ihnen befohlen wird. Ist es nicht so? Du befehle ich ihr abzuschalten. Dein Versuch, mich zu verärgern, ist zwecklos, wie du eigentlich wissen solltest. Ich kann nur davon ausgehen, dass es dir an Intelligenz mangelt. Wie an mir. Sie können nun alle sterben. Sie geht nicht auf. Sie hat uns getrennt. Dann hau ich ein paar Mal der Waffe drauf. Sturmtruppen. Sturmtruppen? Und sind das alles nur diese komischen normalen Trooper? Und wenn jetzt die Sturmtruppen vorkommen, wäre das richtig krass. Strategie. Vielleicht ist der Geist des Captains doch von meinem inspiriert. Also echte Sturmtruppen ist aus dem Film, meine ich jetzt. Kannst du sie austricksen? Diese Selbstfähigkeit. Ich mach mir keine Sorgen. Inspiriert, aber nicht gleichwertig, oder? Wir werden sehen. Wo ist es? Ich denke jetzt mal, dass es kämpft. Sie unseren Feind nicht. Die nächsten Minuten sollten sehr interessant werden. Ich setze mich schon am PC. Oh, fuck. Was ist das? Ich will ja auch neue Allianzmeldung? Bestimmt. Oder eine neue Allianzmeldung. Oder mehr, oder was jetzt? Hab ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Fuck. Mein Gefährt ist auf Heilung. Okay, das ist eigentlich relativ gut. Ich glaube, ich sollte hier raus. Ne, nur Sturmtruppen, schade. Oder haben sie von noch Sturmtruppen gesagt? Oder haben sie Sturmtruppen? Ich habe Sturmtruppen. Verstanden und auch gelesen. Kann sein, dass es natürlich falsch ist. Hör doch an. Wurden eigentlich die ganzen anderen? Kopf und sowas. Warum du bist denn null? Und wegen schlechter Internetverbindung ist natürlich ganz so einfach. Ich kann hier nicht raus. Ja, was kann ich denn machen dagegen? Kann ich ja gar nichts machen.
Komm, stirb einfach, du hässliches Vieh. Ich will die Aufnahme beenden. Mann, ich bin schon bei 15 Minuten. Für die erste Folge von Lego Star Wars Überwachender Macht war deutlich länger. Die war eine halbe Stunde. Hatte ich jetzt nicht so gedacht, dass es so lang war, aber mit den ganzen Abstürzen und sowas ging es natürlich ziemlich lange. Was mich natürlich auch ein bisschen ärgert, ehrlich gesagt. So, ich rufe. Ich will jetzt erstmal den hier töten. Sprich mit Scorpio, das mache ich in der nächsten Folge. Die Folge ist lang genug, Alter. Sie wird sich einfach nur so 11, 12 Minuten machen, dann müsste es eigentlich schon reichen. So, also bisher ist der PC noch nicht abgestürzt. Na, jetzt warte mal. Was ist da unten? Was ist denn das? Sag nicht, dass ich ihn ja auch noch kämpfen muss, oder? Sag das bloß nicht. Aber wenn? Das werden wir sehen. Das Ziel wurde ausgelöscht. Okay, mit ihr rede ich gleich. Ja, das Böse ist natürlich, dass jedes Mal dieses Aufklappen da kommt. Ja, ich weiß, mein Creditkonto voll ist. Ja. Aber erstmal ist die Folge jetzt vorbei. Man sieht ihr Gesicht zwar nicht so gut, aber egal. Aber ihre Augen leuchten ein bisschen. Bis bald. Ciao.